Jo Leute, willkommen zurück zu oder bei mir bei Isaac Afterbus. Wir spielen dieses Mal einen normalen Run. Nicht einen Greed Run. Mit Lazarus. Und wir beginnen im Burning at the Basement. Ich hoffe, ihr habt Halloween gut überstanden. Ich nicht so, aber Moment, wir können einmal das machen. Ich nicht so, aber es kommt der Rede wert. Weil bei uns haben sie sich hart gekloppt. Ganz, ganz hart gekloppt. Wie die Bekloppten. Weil, einmal kurz aufstoßen. Weil die haben sich hier mit, ich weiß nicht, 40 Leuten oder so waren das. Haben die sich hier eine Massenschlägerei bei uns in der Straße geliefert. Wo ich mir gedacht habe, Alter, wo lebst du hier eigentlich? Und nein, das denke ich mir halt echt, ups. Das denke ich mir halt echt, wenn ich dann sowas wie jetzt am Montag hatte. Also, das ist echt. Das sind Bekloppte. Haben die den ganzen Tag nichts anderes zu tun, oder was? So. Im Grunde, der Grund für diesen Streit, der ist. Auf der einen Seite kann ich ihn nachvollziehen. Auf der anderen Seite, warum habe ich das Soul Heart mitgenommen? Oder auf der letzten Seite, kann ich nicht verstehen, warum man sich dann da prügeln muss. Das kann ich sowieso nicht. Also ich kann nie nachvollziehen, warum Menschen sich gegenseitig Gewalt antun. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin zwar kein absoluter Pazifist, aber ach, du bist doch ein Wichser. Ich habe das gemacht, um diesen bescheuerten Tinted Rock frei zu sprengen. Und halt die Bombe da oben. Also jetzt kann ich die Soldats auch mitnehmen, weil mehr als 2 Herzen möchte ich sowieso nicht verlieren. Eins. Zwei. Drei. Ich wäre jetzt nicht traurig, wenn wir jetzt noch ein einmal. Moment, warum haben wir so kleine Tränen? Macht die Black Candle das? Dass wir so kleine Tränen haben? Das finde ich ein wenig kacke. Nee, ich bin, wie gesagt, kein absoluter Pazifist, aber ich kann es nicht verstehen, warum Menschen sich gegenseitig verprügeln. Das will mir nicht in den Schädel rein. Also, wirklich, verprügeln heißt halt für mich so, sich sinnlos Gewalt antun. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie Kampfsport oder sowas, das verstehe ich. Ich habe selbst Kampfsport gemacht, jahrelang. Aber, warum tun sich Menschen gegenseitig Gewalt an? Einfach nur so, just for the lols. Das verstehe ich nicht. Oder aus dummen Gründen. Und ja, sowas ist für mich einfach ein dummer Grund. So. Wheel of Fortune. Also, weil, ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt erzählt gehabt? Wenn ich auf die Uhr gucke, wahrscheinlich nicht. Auslöser war halt für diese Massenschlägerei, wie könnte es anders sein, an Halloween. Ein Bekannter von einem meiner Nachbarn ist verkleidet als Horrorclown, als was auch sonst, ist der hier ins Haus marschiert und die Freundin unseres Hausmeisters, die hat sich von dem erschrocken und das war der ganze Auslöser für die ganze Story.
weil ich gedacht habe. Und sonst habt ihr keine Probleme? Die haben sich da wirklich nur deswegen geprügelt. Weil sie sich erschrocken hat. Komm schon, spring hier rüber. Oder auch nicht. Aber gib mir zumindest das. Also nur dafür haben die sich gegenseitig aufs Maul gehauen. Sodass die Bullen hier anrücken mussten. Und die Bullen haben dann gesagt, das ist uns zu heiß. Wir warten auf Verstärkung. Das war sowieso der Gag des Jahres. Da ist eins zum anderen gekommen, also von wegen, ja, Moment, unser Hausmeister hat dem Horror-Clown auf die Schnauze gehauen, dann standen da drum die Freunde von dem Clown, logischerweise, wer auch sonst, das kommt immer gut, wenn man, direkt vor den Freunden von jemandem denjenigen verprügelt. Kommt super. Dann sind Hausbewohner rausgekommen, haben mitgeholfen, die Horrorbande zu verprügeln. Die Horrorbande kannte aber auch Leute hier aus dem Haus und dann hat sich irgendwie und aus der Nachbarschaft auch noch und ach, keine Ahnung. Irgendwann hat sich hier die halbe Straße geprügelt. Habe ich auch nur gedacht. Ja, okay. Hab die Tür zugemacht und bin wieder an den PC gegangen. Ich hasse diesen Raum. Ich hasse diesen Raum. Danke. Nee, also das war so sinnlos. Das war wirklich so sinnlos. Und naja, gut, am Ende des Tages, was war dann hier los? So 70 Leute mit den Bullen halt am Ende. Die haben dann versucht, sich gegenseitig auf die Nase zu hauen. Und dann wurde ich hier befragt, von wegen, ja, was haben sie denn gesehen? Aber wir haben nur gesagt, nix. Gar nichts. Ich habe nichts gesehen. Es ist das Beste, was mein Vater mir je geraten hat. Wenn die Bullen dich fragen, was haben sie gesehen? Sag, du hast nichts gesehen. Scheißegal, wie viel du gesehen hast. Sag einfach, du hast nichts gesehen. Das war der beste Ratschlag meines Vaters. Deswegen hasse ich diesen Raum, weil ich ständig irgendwo gegenlaufe. Da haben wir den Shop. Aber mit 30 Münzen gehe ich auf jeden Fall einen Job. Aber trotzdem, dann belassen die das ja nicht einfach bei ich habe nichts gesehen. Dann fragen die auch nochmal 50.000 Mal, sind sie sich sicher, dass sie nichts gesehen haben? Ja. Aber das und das, nein. Sind sie sich ganz sicher? Ja. Also wirklich mal, zigmal fragen die dann ja erstmal nach. Von wegen, oh, sind sie sich denn da absolut sicher, dass sie nichts gesehen haben? Wenn sie mich so fragen, doch, ich glaube, ich habe da was gesehen. Nee, also, ich meine, ich habe einen heiden Respekt davor, was Polizisten jeden Tag leisten. Also, da habe ich wirklich einen heiden Respekt davor, aber, ganz ehrlich, manchmal sollten die einfach die Schnauze halten. Das ist Spawner Haunt. So, welcher der Haunt ist jetzt meiner? Der da ist meiner. So, und trotzdem, also ganz ehrlich, ich möchte ehrlich, dass die Menschen, die mir von der Polizei immer entgegenkommen, das sind fast immer Vollidioten. Die eine vergisst mich da 2 Stunden lang auf der Autobahn, dass ich da auch noch stehe und eine Aussage zu machen habe. Die anderen, was weiß ich, die prügeln sich da mit halb besoffenen, verkleideten Idioten.
Ach, war alles nicht so geil. So. Und die Items sind auch nicht so geil. Aber ich glaube, das hier dürfte besser sein. Machen wir es so. Im Übrigen, ja, ich habe das mit Absicht gemacht, dass ich mich nicht in der ersten Ebene umgebracht habe. Ich werde diese Wiederbelebung aufbewahren. Für einen späteren Zeitpunkt. Eventuell starte ich mal in eine Ebene, wo ich nur noch ein, zwei Soulards habe. Und finde dann drei, vier, fünf Stück. Dann werde ich die liegen lassen. Und werde mich dann da eventuell umbringen. So, Klatsch, Bombe da weg. Der hat 6 Räume Aufladung, ne? Ne, 4. Dann könnte der sogar was, aber der kann auch rote Herzen und so einen Scheiß hervorbringen. Ach. Hatte der nicht mal. Hat das Buch der 7 Sünden nicht mal 6 Räume Aufladezeit? Ach, keine Ahnung. Vor allem, wenn ich mir mal so überlege. Ups. Da gehen ja unsere Steuergelder drauf. Wenn ich mir mal überlege, was man mit den Steuergeldern machen könnte, die durch solche Einsätze verblasen werden. Weil die werden ja verblasen. Was anderes kann man dazu ja nicht sagen. Da muss ich mir echt Gedanken machen. Weil es ist schon echt traurig. Noch mehr Geld. Warum auch nicht? Warum auch einen Schlüssel geben? So. Ja, das ist echt armselig. So. Erwischt. Da könnten wir unserem Justizminister ein vernünftiges Jurastudium bezahlen. Weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ich nehme mal an, die meisten werden es mitbekommen haben, spätestens durch einen relativ bekannten deutschen YouTuber. Sollen ja Kinderehen, also das wird ja diskutiert, sollen Kinderehen in Deutschland annulliert werden. Ups. Einmal kurz konzentrieren. Gleich geht's weiter mit Kinderehen. Oder ich sterbe und dann geht's nicht weiter mit Kinderehen. Dann geht's aber nicht weiter mit Video. Guckt auf die Videolänge. Doch, es geht noch ein bisschen weiter. Und natürlich kriege ich Head of Krampus. Der hängende Man und der Magician. Nehmen wir den hängenden Man mit. Einmal Map und einmal das. Nein, also, warum sollte man die annullieren? Ich verstehe es nicht. Es ist jetzt, bevor ich das so einfach stehen lasse und bevor ihr jetzt die ersten Flame-Kommentare schreibt, man muss überlegen, was heißt denn eher eigentlich? Es gibt so viele Ehesysteme, die bei uns in Deutschland einfach nicht anerkannt sind. Und nichts anderes müssten wir ja auch nur machen. Wir müssen nur sagen, dein Ehesystem ist nicht anerkannt bei uns. Und die ist sowieso nicht anerkannt bei uns in Deutschland. Also eine Kinderehe ist doch nicht anerkannt bei uns in Deutschland. Also
Das habe ich zumindest noch nicht mitbekommen. Ups. Oh. Okay. Also ich habe zumindest noch nicht mitbekommen, dass Kinderehen bei uns erlaubt sind. So, und dementsprechend brauchen wir da auch gar nicht drüber diskutieren, dass die verboten werden. Das, und vor allem, auf welcher Rechtsgrundlage auch überhaupt? Auf welcher Rechtsgrundlage sollen wir die denn bitte annullieren? Klar, wir schaffen uns jetzt eine Rechtsgrundlage, aber im Grunde geht das gar nicht. Das ist absoluter Bullshit. Weil... Blödsinn. Warum sollten wir das Recht haben, eine in einem anderen Staat geschlossene Ehe als null und nichtig zu erklären? Ups, da sind nicht alle unten. Ich wusste es, dass ich hier sterbe. Aber gut, dass ich auch vergessen habe, dass ich ja Lazarus bin und noch eine Wiederbelebung habe. So. Und wer jetzt sagt, ja Moment, aber in der Ehe werden die ja zu Sachen gezwungen. Ich bin nicht ganz blöd. Natürlich werden die zu Sachen gezwungen, die sie nicht wollen. Und dass diese Sachen sexueller Natur sind, da denke ich, brauche ich auch keinem was vor. Da mache ich keinem was vor. Natürlich ist mir das auch bewusst. Aber ganz ehrlich, das ist in Deutschland verboten. Also, warum da überhaupt diskutieren drüber? Sex mit Kindern ist in Deutschland und ich glaube, soweit ich weiß, auch komplett in der EU verboten. Aber mir wird zumindest kein Land einfallen, wo das erlaubt ist. Aber mir fallen allgemein nur sehr, sehr wenige Länder ein, wo das erlaubt ist. Thailand zum Beispiel. Wobei, ich weiß gar nicht, ob in Thailand das echt komplett erlaubt ist. Ich weiß, dass da zum Beispiel, das ist kein Scherz, das habe ich, jetzt habe ich echt mal rausgefunden. In Thailand ist Sex im Grunde nie strafbar. Also, selbst eine Vergewaltigung ist nicht strafbar, solange der Akt nicht vollendet ist. Es ist sowas von bescheuert. Das heißt, wenn er nicht kommt, dann ist das keine Vergewaltigung. Was ich total bescheuert finde. Aber das ist wirklich so. Das ist wirklich kein Scherz. Also, das muss man sich wirklich vorstellen. Da wird eine Frau vergewaltigt und am Ende kriegt sie gesagt, das war keine Vergewaltigung. Er ist nicht fertig geworden. Ich meine, gut, über dumme Gesetze muss man sich eigentlich nicht streiten. Weil, wenn mich jemand bedroht mit einer Waffe und ich selber eine Waffe habe, dann muss ich denjenigen töten, sonst kann der mich verklagen. In Amerika. Wo auch sonst. Also, im Grunde ist das absoluter Bullshit. Das ist wirklich absoluter Bullshit. Aber, naja, gut. Dumme Gesetze halt. Top 10 der dümmsten Gesetze. Nee, aber ich verstehe es auch nicht. Warum sollte man Kinderehen denn verbieten? Wie gesagt, die Kinderehe an sich ist ja überhaupt nicht großartig tragisch. Tragisch ist, was dann da in dieser Ehe, in Anführungsstrichen, passiert. Das ist tragisch, ja. Aber ansonsten, ganz ehrlich, im Endeffekt, wenn sie 18 ist, kann sie, solange sie hier in Deutschland ist, machen, was sie möchte. Die kann dann sagen, weißt du was, du kannst mich mal am Arsch lenken. Ich schicke dich in die Wüste.
theoretisch könnte sie das schon mit 16 oder wenn sie einen Rechtsstreit anstrebt, könnte sie sich sogar von ihren Eltern lossagen und könnte ihr eigener Vormund werden. Das ist in Deutschland möglich, da muss man nur ein bisschen eine gewisse Reife haben. Natürlich, das sind jetzt alles Sachen, die weiß ich als erwachsener Mensch, aber für sowas gibt es Lehrer und für sowas gibt es dann irgendwann mal Hilfe. Und ich hoffe, dass unsere Pädagogen wirklich so weit ausgebildet sind, dass sie erkennen, wenn ein Kind da in so einer Ehe ist. Ich weiß nicht, ob das einfach immer so nach außen gesagt wird. Ja, ich bin verheiratet mit dem Hans Dieter, was weiß ich. Deswegen, dass unsere Pädagogen in Deutschland da so ausgebildet sind, dass die das erkennen und dass sie dann sehen, ey, da liegt eine Kindeswohlgefährdung vor und dass die dann was dagegen machen. Das habe ich zumindest, nennt mich naiv, aber das habe ich so als Hoffnung, dass sowas dann einfach aufgedeckt wird und dass solche Kinder dann Hilfe bekommen. Und ich sag mal so, es ist mir lieber, dass das dann so aufgedeckt wird, weil sowas fällt eher auf, weil ich glaube, wenn ein Kind dann verheiratet ist, dann fällt sowas eher auf und dann habe ich so die Hoffnung, dass es, dass da eher was gemacht wird, als, was weiß ich, das Kind wird heimlich vom Großvater oder vom Onkel oder so sexuell missbraucht. Da kann ich mir vorstellen, ist das schwieriger, aber so habe ich die grobe Hoffnung, dass da die Kinder irgendwie schneller entdeckt werden. Deswegen, also ich verstehe nicht, ich verstehe diese Diskussion nicht. Ich verstehe diese Diskussion einfach nicht. Aber gut. Das sind wieder andere Themen. Da sollen andere Leute, viel, viel schlauere Leute, sich mit beschäftigen und dann ist gut. So, dich nehmen wir mit. Wir können die gratis 5 Bomben mitnehmen. Was heißt gratis, also? So. Und machen das so. Nehmen den Schüssel noch mit und dann gehen wir raus. Nee, also verstehe ich nicht. Verstehe ich ums Verrecken nicht. Das dürft ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, was so eure Gedanken darüber sind, wie ihr dazu steht. Und ob ich da einfach zu naiv bin oder ob ich da was komplett übersehe. Ich weiß es ja nicht. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Nee, eigentlich nicht. Aber ich bin zumindest kritikfähig. Ich nehme Kritik, die gut begründet ist, die nehme ich immer dankend an. Auch wenn ich es eigentlich hasse, Unrecht zu haben. Aber wenn ich Unrecht habe, dann gestehe ich das auch ein. Wenn es konstruktive Kritik ist, stimmt, ich kann da drüber laufen. Ich vergesse das jedes Mal, dass ich bei Gish drüber laufen kann. Aber konstruktive Kritik nehme ich immer gerne an. Weil es nichts anderes als ein Ratschlag. Fliegen können. Dann habe ich noch 4 Herzen. Aber fliegen können ist es definitiv wert. So. Und es sind Haare. Naja. Wahrscheinlich habe ich da jetzt so ein ganz, ganz empfindliches Thema angeschnitten, aber ja, das waren so die 2 Themen, die mich an Halloween aufgeregt haben.
Und ich weiß nicht, welche mich mehr aufgeregt hat. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, welche mich mehr aufgeregt hat. So. Klatsch, klatsch. Und weg. Gehen wir mal rein, gucken. Für die graue Kiste mache ich da garantiert nichts. So. Ja, Das sind so Sachen, da reg ich mich drüber auf. The Chariot. The Chariot. Okay. Was hat mir jetzt die schwarzen Herzen gedroppt? Und warum ist dieser Raum da? Warum existiert so ein Raum? Warum existiert so ein Raum? Es gibt mehrere von diesen Räumen, wo ich mich frage, warum existiert dieser Raum? Und warum existiert der Raum mit dem schwarzen Herz in der Mitte und den unzerstörbaren Blöcken drumherum eigentlich immer nur dann, wenn man nicht fliegen kann? Ich kriege den Raum wirklich nur dann, wenn ich nicht fliegen kann. Das möchte ich auch einmal angemerkt haben. So. Da haben wir ein schwarzes Herz. Und da haben wir noch einen Gegner. So. Und weg. Schlüssel. Juhu. Eigentlich haben wir gar nichts mehr auf dieser Ebene zu tun. Mother! Und weg. Und stirb. Und stirb. Und stirb. Und stirb. Ich vergesse immer, dass ich auch über Steine jetzt fliegen kann. Und dass ich sie nicht berühren sollte, wenn ich nicht sterben möchte. So. Nee. Naja, gut. Aber bei mir ist zumindest an Halloween das Monatsspecial dieses Mal komplett ohne Probleme hochgekommen. Das hatte ich nicht erwartet. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe am Sonntag habe ich da gesessen, das geht wieder absolut schief. Weil ich bei jedem Monatsspecial bis jetzt hatte ich irgendein Problem. Da hat das Thumbnail nicht richtig geladen, dann hat er die Videobeschreibung nicht gespeichert. Dann hat dies nicht gestimmt, dann hat das nicht gestimmt. Dann war die Uploadzeit nicht abgespeichert. Dann hatte ich ich glaube bei Final Exam hatte ich das Problem, dass ich einmal den falschen Tag angegeben hatte, also dann hatte ich einen Tag zu spät angegeben gehabt. Und da habe ich gesagt, das ist so ein Scheiß immer. Also es passiert mir sonst so selten. Und du bist doch there's something inside it. Nee. Das geht mir so auf den Sack mit den Monatsspecialen dann. Aber dieses Mal wirklich alles glatt gegangen. Alles. Überhaupt keine Probleme gehabt. Das einzige Problem, was ich bei dem Monatsspecial wirklich gehabt habe, waren die ersten Aufnahmen. Die ersten Aufnahmen, die in 4:3 Format aufgenommen wurden, die musste ich ja alle wegschmeißen. Weil das sah aus wie Scheiße. Die Auflösung war Rotze. Die war wirklich Rotze. Und also wer sich noch so an die guten alten 800x600 Formatbildschirme erinnert, der weiß, was ich meine. Ich sage, so in der Qualität war das Ding dann aufgenommen. Und das macht mal im 4K-Zeitalter. Oh, zweimal The Death. Naja, nee, also das ist so eine Sache, das war das einzige Problem mit dem Monatsspecial und wie gesagt, das haben wir ja jetzt ja gelöst. Das Ganze ist, ich glaube, in 720p ist das aufgenommen.
Und das ist dann hochskaliert auf Full HD. Also auf 1080p. Meine ich zumindestens. Da bin ich mir nicht sicher. Aber zumindest habe ich eine vernünftige Qualität rausbekommen und nicht so Arschkrebs. Kann man halt nicht anders nennen. Aber das Ding war Arschkrebs davor. So, jetzt haben wir nur noch einen halben Loki. Und gleich haben wir gar keinen Loki mehr. Ungefähr jetzt. Einmal ein HP ab. Immer vorher mitnehmen, bevor er da reingeht. Und im Grunde können wir 9 Lives mitnehmen, kriegen dadurch ein Herz zurück. Und dann könnten wir den Bloody Buddy könnten wir mitnehmen. Aber wofür? Wofür sollten wir das tun? Ach komm, wir nehmen es trotzdem mit. Haben wir nicht BFF? Wir haben BFF, deswegen nehmen wir den mit. Deswegen sind meine Begleiter auch so scheiße stark. Diesmal ist es ein richtiger Begleiter-Run. Also kein Begleiter-Run ohne BFF, bitte. Tears up. So. Aber das sind alles keine massiven Begleiter, also die fangen nichts ab. Was ziemlich scheiße ist. Moment, da kann ein Arcade-Automat stehen. Oh, wir haben die Pretty Fly. Wir haben die Pretty Fly bekommen. Was ziemlich gut ist. So ein hä? Okay. So. Na, was kriegen wir raus? Was kriegen wir raus? Alter. Was würde ich mich jetzt über einen nicht Agalas. Einen D20 und dann am besten eine Shard und also eine Dice Shard und eine Blank Card würde ich mich echt freuen. So. Klatsch. Warum ich das jetzt mache, weil er irgendwann mal ausbezahlt und eventuell ein Item droppt für mich. Und dann eventuell ein Item, das ich gebrauchen kann. Irgendwie bringt mir der Hut kein Glück. Irgendwie bringt mir der Hut gerade kein Glück. Und irgendwie habe ich viel zu viele Schlüssel. Jetzt springt bei uns der Feueralarm an. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Alter, heute ist nicht mein Tag, ey. Heute ist nicht mein Tag. Also nicht bei mir in der Wohnung, keine Sorge. Bei mir in der Wohnung, da würde ich es merken, wenn es da brennt. So. Mal weiter. Ist mir jetzt egal. Oh, wir können aber auch noch den Slow-Effekt nutzen von Little Gish. Aber ganz ehrlich, was mir jetzt lieber wäre, wäre Gimpy.
Gimpy-Welt, super. Liebes Spiel, bitte gib mir Gimpy. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ist euch mal aufgefallen, dass nach dem Schol, der ja irgendwie so eine Art Vorhölle ist, der Dark Room kommt und nach der Cathedral, die ja irgendwie als Gotteshaus, das ja ein Gotteshaus darstellen soll, die Chest kommt? Also ist das Paradies die Chest. Und die Hölle ist ein Dark Room. Zumindest funktioniert die Logik so in Isaac. So. Strange, may you bring rage. Ist das der Book of Belial-Effekt? Ach, ich hasse rote Pups. Ich hasse sie. Sind nutzlos, sind dumm und sie stinken. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Es gibt noch keinen Geruchsbildschirm. Und das eine oder andere Mal, bin ich ganz froh darüber. Das wird aber auch irgendwann kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann gibt es Geruchsfernsehen und Geruchsbildschirme. Und keine Ahnung. Das war blöd von mir. Speed up! Okay, wir haben gerade den ganzen Run rerollt. Alle unsere Items sind rerollt. Was haben wir? Wir haben 10 Wiederbelebungen. Wir haben Pyromaniac, das ist sehr nice. Wir haben Epic Hack. Das müsste Epic Hack sein. Könnte aber auch Rubber Cement sein. Die sehen sich ziemlich ähnlich. Der eine ist halt weiß, der andere ist halt schwarz. Das ist auch, ich kann die Zodiacs nicht. Aber wir können stehen bleiben und dann werden wir unverwundbar. Nukulatius haben wir. Haben wir Sissy Longlegs? Nee, das ist der Parasit da. Das da müsste The Mark sein. Das da müsste Angst sein. Das heißt, wir kommen. Wann kriegen wir die Wiederbelebung? Wann bekommen wir die Wiederbelebung? Kriegen wir die, wenn wir als nächstes sterben? Oder kriegen wir die, wenn wir... Scheiße. Scheiße. Kacke. Ja, wir haben auf jeden Fall noch... Wir haben auf jeden Fall noch Möglichkeiten. Können wir fliegen? Moment. Ne, wir können nicht fliegen. Wir sind in Scarlet Wands 1. Haben wir ein Sacrifice Room? Weil die Combo ist so stark, die wir jetzt haben. Ich meine, wir haben kein Spacebar Item mehr, aber die Combo ist so stark. Ich muss das ausprobieren. Ich weiß das nämlich nie. Und welche Wiederbelebung wann kommt. Weil wir haben eine Wiederbelebung, die bringt uns wieder als Blue Baby. Und ich möchte es Blue Baby endlich schaffen. Und ich glaube, eine bessere Chance werde ich so schnell nicht kriegen. Einen Blue Baby Run zu gewinnen. Also mindestens jetzt nicht so zügig. So, alles abgegrast. Ja, alles abgegrast. Und jetzt drückt mir die Daumen.
Scheiße. Ich muss mich komplett umbringen. Ich muss mich runterschwächen aufs letzte Leben. Komplett runter auf das allerletzte Leben. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Ich darf mich jetzt nicht einmal zu oft umbringen. Dürfte eigentlich nicht passieren, weil wir 3 Herzen haben müssten. Wenn wir das letzte Leben erreicht haben. Ich weiß nicht, gibt es eine Reihenfolge der Wiederbelebungen? Irgendwie, dass Dead Cat immer als erstes benutzt wird? So, und jetzt... Ja, jetzt sind wir das Blue Baby. So, und jetzt müssten wir damit einfach nur Idlifs besiegen. Sehr schön. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Nee, haben wir noch gar nicht. Hä? Aber nee, die 6 müssten wir jetzt haben. Also, das war jetzt doch mit Blue Baby. Okay. Ich meine, dass ich... Ach, natürlich. Oder? Nee, wann kriege ich das denn freigeschaltet? Habe ich das nicht angezeigt bekommen, wenn ich, wenn ich durchfahre? Keine Ahnung. Egal. Haben wir es jetzt bekommen oder haben wir es jetzt nicht bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade etwas hart verwirrt. Weil, soweit ich weiß, war das das erste Mal, dass ich, mit dem Blue Baby gegen Mom's Heart, also It Lives, gewonnen habe. Und ich glaube, es war auch das erste Mal, dass ich überhaupt gegen It Lives gewonnen habe. Moment, das gucken wir noch zusammen an. Nö, das zählt nicht. Moment. Doch, das zählt. Das war jetzt nicht, das muss ich auf Hard schaffen. Ich werde das nachprüfen und dann weiß ich es nächstes Mal. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Binding of Isaac Afterbirth. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.